Hallo und herzlich willkommen zu diesem Company of Heroes Podcast. Tja, wir haben ein Replay zugeschickt bekommen. Oder Vasora hat es irgendwo ausgegraben. Auf jeden Fall hat er gemeint, das wäre toll, das könnte man casten. Und da im Moment ja leider noch keine anderen Replays da sind. Laut Nike ist auf GR auch nicht so viel, was man sich jetzt antun könnte. Nehmen wir eben dieses. Und bei der Gelegenheit probiere ich auch mal XSplit aus. Das ist dieses Broadcasting-Tool. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal alle irgendwo in irgendwelchen Streams gesehen im Hintergrund. Und damit kann man auch lokale Aufnahmen machen. Mal gucken, wie das so aussehen wird und wie groß die Dateien sind und so weiter und so fort. So. Wer spielt hier alles so mit, Herr Experte? Das ist eine gute Frage. Wir haben einmal Franzosen. Also ist schon mal klar, die Franzosen spielen auch noch Allies. Also ist, denke ich, mal klar, wo die Sympathie liegt. Vielleicht auf der anderen Seite. Die Franzosen sind noch zwei relativ bekannte Spieler. Bekannt heißt nicht gleichzeitig gut. Einmal Bunny Wild, der Amerikaner spielt. Die starten im lieben Westen von Duclair und den Musty H von Soldiers of Liberty, der Briten spielt. Und wie gesagt, sind beide bekannt. Ja, könnte man in Kategorie oberes Mittelfeld vom Skill her einordnen. Aber sie lassen gerne mal den einen oder anderen Flame ab und sind deshalb nicht sonderlich beliebt und sie sind Franzosen, also. Und auf der anderen Seite haben wir Alexandra Sanwon, was auch immer das bedeuten soll. Ich habe mir mal die Liste angeschaut. Steht 24 zu dem mit Wehrmacht im 1-on-1, Platz 99. Scheint also ein Brocken zu sein, so als Wehrmachtspieler, hat aber gar keine anderen Fraktionen gespielt. Der spielt Wehrmacht im Osten von Duclair. Und an seiner Seite ist noch ein Helloi Kitty Reborn. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein richtiger Reborn-Smurf ist oder ob das irgendein Fake ist. Seine Bio-Sparks-Aktionen treiben sich da ja ein paar mehr in der Gegend rum. Ist auf jeden Fall ein Smurf, steht 7 zu 0 mit Amis, ist Level 10. Ja. Und ansonsten kann ich zu den beiden, wer macht dann nicht viel sagen, weil wie gesagt, beide Smurf-Accounts. Gut, dann macht doch mal bitte noch 2 Sekunden weiter. Ich habe zwischenzeitlich versehentlich mal auf den Startknopf gedrückt. Du bist unfähig. Nein. Fast so unfähig wie Arno. Doch. Bist du soweit? Okay, du bist soweit. 3, 2, 1 und los. Ja, wie gesagt, also ich bin Amateur. bei den Alliierten, ne? Also das ist mir dann auch. Du musst schon, ne? Achse und so. Nö, ich bin Gast, du guckst dir gefälligst die Achsen an. Kann nur Allies spielen. Kalika ist auch ein übelster Noob-Clan. Ich guck diesen Hello Kitty-Typ zu. Dann mach mal. Der Bann Wild schläft gerade irgendwie. Pioniertrupp bereit! Das passt ja, weil der Hello Kitty-Typ hat außer den Pioniere keinen Sammelpunkt gesetzt. Wehrmachtsquartier fertiggestellt. Der Ami-Typ macht immer noch nichts. Dum 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 dum. Ja, der Ami schläft jetzt seit einer Minute. Der Das ist Brite hat schon mal gut, seinen das ist Schrank gut. gebaut. Das ist stark, das ist richtig stark. Auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube ich, weil der weiß ja, man kann ja hören, wenn Gebäude gebaut werden und das ist nur zur Verunsicherung des Gegners. Oh. Taktik, alles Taktik, ja. Für Richtig, den richtig großen stark, strategischen wie er Endsieg. seine Pioniere einfach nicht bewegt. Finde ich richtig, also das ist gut. Und wie dieser Reborn-Typ einfach seine Ressourcen nicht ausgibt und nichts baut und macht und tut. Obwohl er sich abgesehen vom Sniper schon alles leisten könnte, würde und nicht etwa einen Sniper bauen, ne? Jetzt hat der Ami auch angefangen. Kann jetzt schon zwei Rifles bauen, wenn er die Brücke fertig hat. Wenn er sie dann fertig hat, kann er wahrscheinlich drei bauen. Naja, man kann ja schon mal eine Minute 30 am Anfang AFK sein.
Okay, wir haben ein MG und kriegen dann einen Sniper. Und hier oben haben wir auch ein MG und ein Grad. Das ist doch mal irgendwie ganz klassisch. Da wollen wir. Ja. Der Brite hat halt seinen Schützentrupp und einen Louis und der Armee ist jetzt gerade dabei, Rifles zu bauen, da er ja ein bisschen gepennt hat. Jetzt kann er sich 2,5 leisten, also seinen ersten Auftrag gegeben hat. Tja, zumindest hat der Dritte sehr schön in der Mitte an seinem Punkt. Das ist doch Ja, auch schon mal was. sitzt auch halb offensiv, also manche setzen sich sogar noch ein Stück weiter nach vorne. Aber das ist halt der klassische Truck zur Sicherung dieses mittleren Zehnermunds. Scharfschütze hier. Ha, so richtig viel Action geht noch nicht ab. Ja, wir haben immerhin schon mal einen gefunden Rifle, der auch nach Hause geht. Und wir haben einen Rifle in einem Haus. Dritten Rifle Teil. Der Louis geht Captain Stadt kämpfen. Tja, ich Ja. hätte halt ein bisschen Rückstand, weil der Amerikaner ja etwas geschlafen hat, ne? Ja, die Frage ist halt nur, inwieweit der Louis dann in den Kampf gehen könnte in dieser frühen Phase des Spiels. Ja. Tja, man weiß es nicht. Was macht denn jetzt Ja, hier zu der Sniper? Warum tötet er denn nicht die Leute, die an dem Haus sitzen? Möchte der den Louis töten? Er möchte doch bestimmt den Louis töten. Dann müsste das gerade aber schon mitkommen, sonst bringt das nicht so viel. Vor allem, weil jetzt noch ein Carrier kommt und das ist für den Sniper irgendwie unangenehm. Oh, er trifft Louis auf dem Retreat, das sieht man auch nicht oft. Und jetzt ist der Louis tot. Das ist Ja, natürlich warum ärgerlich. er jetzt noch seinen Truck abbaut, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das hätte er mal ein bisschen früher machen sollen, dann wäre Louis eventuell noch am Leben, wobei ich es auch nicht glaube. Und dafür Carry erstmal Gun ran. Tja, das wird wohl nichts mehr mit dem MG, ne? Wenn er jetzt da Ja, nachsitzt. das wird gerade gleich zersägt. Tja, und hier oben der andere Kollege, der Alexandra schlägt sich immer noch rum mit dem Rifle. Ach, den Rifle, Mann, die Infanterie-Truppe von den Dritten da. Ja, die sind irgendwie auch nicht tot zu bekommen. Ja, ich glaube, Traut der das reicht Sniper bei da mal dir ein aus. bisschen an. Noch ein Sniper. Ja, der Army flattert wieder ein bisschen Ressourcen. Ich weiß nicht, diese Franzosen. Und ein Grad. Ah, schon gegen den Brandcarrier. Dieser Pionier, der Der picknickt auch wenigstens ein hier oben, bisschen ne? Action hier in der Mitte, ja. Action. Gucken wir einfach nur da oben rumstehen und gar nichts machen. Der Brenncarrier ist halt jetzt auch ein bisschen in der Mangel. Fast schon so ein bisschen zu viel Action im Moment für die Wehrmacht, weil das MG gerade weg ist. Ja. Aber ich muss sagen, die das Alexandra hat Eier in der Hose, um sich da einfach mal so hinzustellen und stehen zu bleiben mit Ein-Mann-Trupps. Die auch noch einen teuren Flammenwerfer haben. Die möchte man Ja, natürlich nicht der verlieren. Flammenwerfer, der Flammenwerfer. Oh. Das wird Oh. nichts mehr. Und da ist er weg. Das Schade, Schatz das sieht war auch nicht so teuer. toll aus. Da hat er viel investiert und verloren. Ne? Das Grad wird es wohl auch nicht mehr packen. Ne? Wenn jetzt nochmal der Carrier ein Stück vorfährt. Und. Down. War das jetzt ein Ja, das MG Reparaturversuch oder ein baut sich Block? dann auch mal auf und ab und ich weiß nicht, der Ami hat ja auch nicht so wirklich den hat auch schon Rifle verloren. Tja, trotzdem ist jetzt erstmal Rückzug angesagt. Der Pionier chillt immer noch am 5er. Au, jetzt bewegt er sich, das ist stark. Wir verlieren einen Sektor. Er hat wahrscheinlich versucht, die Taktik vom Amerikaner zu imitieren. Augenscheinlich, ja. Spielen durch Nichtstun. Ja, was macht denn überhaupt unser Wehrmachtlicher? Der baut ja irgendwie gar nichts mehr. Der hat jetzt da 440, 540 Manpower. Reifliche Überlegung. Achtung, der Feind rückt vor. Der Ami beschäftigt sich jetzt damit, mal das Nachschublager zu bauen. Wird auch langsam Zeit. Der Brandcarrier marodiert hier weiter, sammelt seinen fünften Kill und einen Grabkill. Der Der Brite hat natürlich die halbtoten Britentruppen. Da muss ich langsam mal so ein Bunny-Schützchen kaufen, vielleicht. Da, der Brandcarrier wird abgehangen, das ist.
Ja, sehr unterhaltsam, ne? Außer wenn man dagegen spielt. Ja. In der größten Dreckseinheit im ganzen Game, vor allem dieses Pinning auf Long Range. Könnte ich jedes Mal. Wir verlieren an, oh, der Captain der Pionier wird gerade angegriffen. Ah, der Bitte und der Army versuchen da jetzt irgendwas. Der Army vergisst aber irgendwie seinen Flamer. Will der da was OP'en oder wird der Flamer so weiter helfen um in ihre eigene Hälfte? Ist auch kein wirklich geschlossener Angriff. Die Hälfte entsteht noch irgendwie. Der Army enthaltet sich zu Captain. Der Blitte kämpft lieber und verliert ein paar Einheiten. Fährt der Brenncarrier Amok. Ja, zersägt aber immerhin noch ein Pionier. Und das Grat. Und das Grat. Diese Dreckseinheit. Diese unglaubliche Dreckseinheit. Tja, ist ja gut, dass der Hello Kitty-Kollege hier noch einen Pionier die ganze Zeit lang irgendwo geparkt hatte, denn der lebt jetzt immerhin noch. Das ist auch eine Taktik, einfach die Einheit nicht einsetzen, dann überleben sie länger. Ja. Oh. Jetzt hat der Ami zum ersten Mal den großen Fuel der Wehrmacht disconnected. Oder gecapped beziehungsweise. Also nicht disconnected, sondern gecapped. Mhm. Aber sieht auch nicht aus, als würde es für die Ewigkeit sein. Nicht wirklich, das MG baut sich ja schon auf. Das dürfte aber auch noch gesehen haben. Ist ihm aber egal. Franzose. Gebäude gesichert. Der Army versucht es fleißig Minen zu legen, flattert aber auch 100 Manpower und 100 Fuel, ihr könnt langsam mal T4 bauen. Vielleicht noch ein Monop oder so. Ah, das ist echtes Sniper-Melko, da wird noch jede Einheit zweimal erschossen, damit sie auch wirklich tot ist. Ja. Da wollen wir doch hin. Läuft der Brit und seine Sniper hinterher. Kommt aber direkt in den MG rein. Also, es ist nicht alles schlecht in Helikidoland, auch wenn die Einheit immer konsequent. Oh, da hat er ja tatsächlich nur auf zwei getrennte Infanterie-Menschen geschossen, das ist gut. Die Sniper ist nur auf einen, das sieht immer nur so aus. Das ist ein ähnlicher Bug wie beim M10. Das sieht aus, als würde ein Schuss aus dem Röhre kommen, aber irgendwie kommt er dann doch nicht. Röhre, ja. Würde mich den Franzosen anpassen. Ja. Wird auch der Briten Medic erschossen. Mal gucken, ob wir es noch auf die 600 gesparten Manpower schaffen. Nein, nicht ganz. Wir geben vorher noch einen Kredit-Auftrag. Das ist doch auch was. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Definitiv, ja. Ach ja, da haben wir ja schon Blitz. Auch schon Bett 1. Ich weiß gar nicht, ob er schon irgendwie was verloren hat. Oh, der Army hat jetzt T4-Schienen. Baut jetzt die Sanität zu einem zum unmöglichsten Zeitpunkt eigentlich, gerade weil der Brite auch eine hat und der könnte ihm sicher mal den Mund spendieren, um einmal seine Einheiten zu heilen. Weiß nicht, ob das jetzt so intelligent war, weil T4-Schienen hat, nochmal Sanitätsstation auszugeben. Wow, das war ein kurzlebiger Minensucher hier unten. Wir verlieren einen Sektor. Ja. Scharfschütze macht sich auf die Suche nach dem Feind. Der Brit ist ein bisschen angepisst von den Snipern. Retreated auch. Kann im Einzelfall schon mal vorkommen, ja. Ja. Jetzt kommt der Mob. Noch Stuart auch. Ich weiß nicht, baut der Amerikaner, baut aber noch keinen Schirm oder. Kann er noch nicht. Kann noch. Also ihm fehlt jetzt genau das Fuel, das er für die Sanitation ausgegeben hat. Macht er jetzt aber schön, dass er hier mit den Snipern auseinandergeht und nicht als Block weiterläuft, wenn der Steward auf ihn zugelaufen kommt. Oder gefahren in dem Fall. Sicher die bessere Variante. Bevor man dann noch einen Schrottschuss ins Gesicht bekommt. Oh, der Army. Jetzt kommt der Steward auch auf den Sack. Tja, mit dem Abschuss wird das wohl nichts mehr, aber. Er ist zumindest erstmal eine Weile aus dem Spiel, ne? Ja, keine Ringe auf dem Rohr, aber. Best Stuart muss schon mal weg. Hier oben sieht's aber auch nicht gut aus. Low Health Volks, das MG ist auf dem Weg nach Hause. Muss jetzt eigentlich auch zurückgezogen werden, wenn er das. Nein, er baut er jetzt nicht noch auf, oder? Oh, er baut es noch auf. Oh. Das ist natürlich riskant. Das andere MG dreht sich nicht unten. Ah, da ist es zumindest leer. Ja.
Müsste aber auch, weil der Amerikaner wiederum weg. Ja, tut er auch. Also, er begibt sich jetzt nach Hause. Kommt bitte wieder nach vorne. Irgendwie kein gescheites Timing zwischen den. Jetzt ist auch der Schaden und Bauer, wie gesagt. Timen sich nicht ordentlich. Aber es ist Balls of Steel, der Kollege hier. Definitiv, auch mit einem Mann kann man noch die kämpfen. Gewehrgranate. Oh, 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 ja, und schon haben wir zwei leere MGs. Wenn die Briten jetzt mal zugreifen, das wäre gibt's einen schönen, keine Ahnung, Sommerschussverkauf. Weil mit dem Doppelsniper geht es natürlich besser als. Ja, da kommen wir schon über den Sniper Bang. Aber. Oh, ja. Oh, haben wir eine knappe Geschichte. Oh, ja, auf das Grab gesetzt, ja. MG. Kommt's weg? Kommt aber weg. Kommt immerhin. Also das Allerschlimmste nochmal abgewinnen. Definitiv, ja. Zwar ein MG verloren, aber wenigstens endgültig. Jetzt kommt der Sherman auch. Könnte sogar noch etwas Impact haben, wenn ich mir das anschaue. Bei Doppelschreckstoßtruppen und Schreckgrannys laufen auch schon ein oder zwei rum und ein Pack, ja. Wenn ordentlich Micro, dann... Vielleicht auch mit dem Stewart zusammen eingesetzt. Zur Abwechslung. Ja, das machen sie, glaube ich, nicht, aber. Gut, auf der anderen Seite ist ja auch die Achse jetzt nicht so die optimale Aufteilung, vielleicht, ne? Also im Prinzip beide mit Infanterie. Der eine mit Wert 2. Medic-Bunker bringt aber der mit Wert 1. Ich weiß ja nicht. Gewehr entsichert. Scharfschütze bereit. Schwierig, ja. Wobei das ist ein Bündspiel, ist relativ modern. Also ich mich nur frage, also die Allies machen auf jeden Fall falsch, die rennen abwechselnd in die wirre Blutmühle. Sie rennen immer in die Achsenaufstellung rein, statt jetzt macht der Army mal rechts, sie geht nach oben. Vor allem holt er jetzt einen Schirm zu, weil da kann man eigentlich von ausgehen, dass da oben keine Pack steht. Ja, in der Mitte haben wir dafür dann das Stuha, gleich auch mit Wert 1. Das marodiert. Ja, und das... Sieht natürlich auch von den Briten jetzt ungünstig aus, weil der hat gar keine AT im Moment. Wenn man mal vom Stuart absieht. Ob der sich allerdings gegen die Packs und Schrecks und sowas behaupten kann, wenn das Spiel ein bisschen zurückfährt, man weiß es ja nicht. Ja, jetzt kommen die Pirates auch nach vorne. Er hat aber Angriffsbefehl gemacht, er musste eigentlich mal die Pirates schlagen durch eine Frontpanzerung. Jetzt kommt auch der Charme mit dazu. Prallt allerdings auch an der Frontpanzerung ab. Ja, das passiert ja häufiger. Die Pirates sind durchgekommen. Hat mich gewundert, die sind gegen die Frontpanzerung gedatscht. Normalerweise prallen die da auch immer ab. Da ja, oben haben wir Artillerie gehabt. Auf die beiden Sniper, aber er hat nichts getroffen irgendwie. Sind kann man ja mal nach Hause gegangen, ja. Vielleicht, dass mal die Aufmerksamkeit gerade woanders ist und man mal einen Kill macht. Ja, vor allem die Sniper nach 350. Mund auf dem Konto bei der Army flattert schon, was mich eigentlich wundert, der hat zu viel Manpower, obwohl er ständig in diese Blutmühle rennt. Wie gesagt, der große Fehler ist jetzt eigentlich, dass sie ständig in die Mitte rennen, gegen die Wehrmachtsaufstellungen sich nicht sprechen irgendwie, sondern immer einer nach dem anderen. Oh ja, aber glaube ich wieder, wenn das gut läuft, einen kurzlebigen Minensucher, die Pioniere, die leben nicht lange hier. Gegen den Schirm ist auch immer so eine Geschichte. Ich hätte Schirm aber auch ordentlich drauf bekommen. So, die Sniper sind wieder auf dem Weg nach vorne. Jetzt sogar enttarnt. Der Feind nimmt unser Territorium ein. Bei der Zeit des Spiels könnte man eigentlich schon mal vorsichtig sein. Vor allem, wenn der Ami so lange nichts baut, der hätte sich schon lange Sniper gönnen können. Bei seinen 900 Manpower auf dem Konto, der würde anscheinend auch noch ein paar Panzer haben. Aber noch nicht am Base-Ausgang. Ich denke, die paar Meter darf man dann schon noch ungetarnt laufen. Genau, ja. Ja, na, jetzt hat er auch vorne. Also. Ist halt immer, wenn da mal ein Sniper oder so Scout oder so ärgerlich, wenn du dann das Sniper im Anlaufen verlierst. Schon. Ja. Jetzt sehen wir gleich die Abi. Erst einen Gruppencaptain versuchen und jetzt kippt dann gar keiner mehr, weil hier noch der Gegner kommt. Ja, jetzt haben wir das MG hier oben aufgebaut, damit er nicht alles nach oben einfach reinrennen kann. Allgemein ein bisschen viel Truppen jetzt links im Verhältnis von der Wehrmacht. Ach, Storms haben wir ja auch schon stehen hier vorne. Immer am Scouten. Skinny Rifle. Oh, jetzt flankiert der Brit aber schön. Hat er seinen Captain mit nach vorne genommen? Nein, in dem Fall bekommt er sogar Boden. Das Territory hat der vorhin der Amerikaner, glaube ich, erobert.
Blitznades auf den pinnenden Trupp da, der. Einer unserer Scharfschützen wurde getötet. Oh, hat einen Sniper weggeschossen. Das ist natürlich bitter. Da hat er sich ja da dann noch einen guten Tausch gemacht. Auf der anderen Seite. Jetzt viel Druck. Exponiert, ja. Viel Druck jetzt. Jetzt vielleicht nochmal Blitznades. Dann ist so die klassische Situation, wo die Blitznades nochmal richtig wehtun. Ja, aber die Bomben sind schon so dezimiert. Hinten hat auch den Wagen jetzt zerstört mit der Artillerie. Oh, ja. Das ist natürlich problematisch, aber eine ist ja noch da. Die wird jetzt von irgendwas aufgetan, was auch immer. Von der Leiche da vielleicht. Der Leiche, ja. Liegt. Wunderbar. Oder von den Verwundeten. Ach, das sieht sehr, sehr schlecht aus für das Stuhl. Oh, und wieder Artillerie. Jetzt nochmal. Oh ja, mittlerweile ja, dann wird die andere Pack wohl auch gehen. Ja, da ist das Feld 1. Pack lebt interessanterweise noch. Das war's jetzt. Ah, der Brit ist mit dem Trupp reingelaufen und hat den Kill bekommen. Und hier liegen die Reste. Eieiei. Hey, das ist ein Wehrmachtler. War gar kein Problem. Den hast du wahrscheinlich komplett zersägt. Naja. Auf jeden Fall. Nicht das günstigste. Jetzt gerade hier der Angriff von hinten. Mit den Steward abgreifen, der bewegt sich nicht. Der dritte Mal guckt wahrscheinlich vorne. Jetzt geht er in Bewegung, der wird er wahrscheinlich eher nicht mehr kriegen. Kommt jetzt auch der Amerikaner von hinten. Gut, die Schreck schießen daneben. Ja, das sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Oh, wieder der andere Sniper auch weg. Fail, Michael. Da haben wir ja mal 680 Manpower auf den Kopf gehauen. Bei dir auch insgesamt 40 Hits hatten, wenn ich richtig gesehen habe. Also ich habe vorhin geguckt, der eine 18, der andere 19. Einigermaßen haben sie sich schon gelohnt, aber Sniper zu verlieren ist immer kacke, vor allem auf so noobigen Wege. Tja, dafür kommt jetzt auch ein neuer. Einer ist schon im Kampf, da ist wieder ein Pionier mit Minensucher, ein neuer Versuch. Kriege ich schon wieder Brechreiz, also bitte. Freund Stackhound. Diese Noob-Einheiten. Ja, gut. Ich glaube, ich habe noch nie einen Briten, der keine TV-Jungen spielt. Wirklich? Also die spielen eigentlich alle eine TV-Einheit. Entweder Kang drin oder Stackhound drin. Und wenn dann noch ein Franzose Briten spielt, dann ist das eine ganz gute Kombo. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich die Kommando-Panzer-Variante schon häufiger gesehen. Haben die aber meistens dann noch Kangaroos, oder? Nee. Stimmt, ist eigentlich unlogisch. Aber ich weiß nicht, ich glaube nach dem Patch hat das wieder zugenommen. Ich glaube, das war vor dem Patch, als der Loop noch war, war sogar ja, ja. Eher den Stackhound dann. Das ist der Count, ja. Tja, jetzt die Artillerie, da laufen die Sniper gerade wieder. Der Sniper, wo ist der andere? Sie sind in unseren Stützpunkt eingedrungen. Sie oh, ist der schon wieder tot? Nee. Ach, hier oben steht er, ja. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Die ja, da kommt der, kommt der Mob wieder. Oder auch nicht. Der ist ja noch ein ist im Moment den Vorteil, dass ständig beschädigte Panzer gegen Infanterie tauschen. Also sie beschädigen ihre Panzer nur und killen dafür einen Haufen Infanterie. Das ist natürlich für sie jetzt das bessere Verhältnis. Achtung, der Feind ja, der auch schön, hat dass die ganze Zeit die Artillerie jetzt da. Also sie haben ja Doppel-Artillerie quasi, ne? Ja. Impf und der andere. Ich weiß nicht, woher der Ami die Manpower nimmt. Der kriegt nur 200 Manpower pro Minute rein, aber das ist mir ein Rätsel. Kommt wieder mal Ari. Wohin? Ja, auf das Haus. Achso, okay. Und auf das MG. Oh, ja. Ja, die streut halt mal wieder überall hin. Und da fliegt wieder einer. Oh, da haben wir den ersten geschenkten Grenadier, sogar mit Wert 3 jetzt. Da würde ich mich aber nicht mehr beschweren von Stacker, wenn ich dermaßen viel Infanterie habe. Ist ja bisher nur einer. Na, man sieht ja, wie nervig der schon alleine ist, ne? Das ist auch noch der erste Steward, ne? Ja. Oh, da haben wir wieder Artillerie. In den Teich, in die Mauer. Nein, vor die Mauer. Ja, jetzt haben die Alliierten sich doch hier vorne auch festgesetzt.
den Punkt erobert, kriegt er jetzt die Boni durch für den Captain. Der Schaden, den er feiert bei Wunker macht, ist hart. Der Ami auch noch Inf gegangen, also war schon die ganze Zeit Inf, aber holt jetzt noch Ranger mit dazu. Ich meine, die Manpower hat er, aber irgendwie ist sein Income total scheiße. Legt jetzt hier auch ein paar defensive Minen. Ja, um die Haubitz gemerkt, als der Studer so markiert hat, wollte er mal ein bisschen mehr Verteidigung haben. Blöde ist halt, das hat sich schon Storm auf einem anderen Weg angeschlichen. Ja. Auf einem, der für Infanterie natürlich auch wesentlich zugänglicher ist als die Straße. Jetzt springen die erstmal durch die Gegend, aber die erste Haubitz ist down. Ja, boah, ist doch schon mal ein schöner Erfolg. Jetzt kommen die Flamer von hinten. Oh, das ist immer gefährlich. Schuss rum gegen Flamer, die sind so anfällig. Muss er noch schnell noch mal schießen auf die. Schießt doch noch. Man weiß es nicht. Die Haubitze dreht sich. Ja, die Haubitze ist down, aber ja, ich glaube, die werden nicht mehr rauskommen. Irgendwie. Wow, was für ein Schaden. Das ist nicht normal. Naja, gut. Wir haben jetzt hier immerhin zwei Flamer, zwei Rifles. Pio und den Turm. Also, den Schaden, die hätten von rechts wegen her durchaus sterben müssen. Was er auch getan hat. Ja, haben wir Propaganda. Top. Jetzt verreckt erstmal die Ranger, die er gerade gerufen hat. Naja, er hat ja fast wieder so viel Manpower zusammen. Können sie ja nochmal rufen. Wo sind die denn treibt? Beim 5er Fuel, direkt vor der Ally Base. Da liegen noch Okay. ein paar Leichen. Hätte sie vor allem mal schön mit Thompsons ausgerüstet und dann im Fernkampf stehen lassen. Würde ich auch nochmal random. Drei Grenz etwas unangenehm. War das gerade eine Granate, wo ist die denn hingegangen? Ist die abgeprallt? Ist eine gute Frage. Die ist irgendwie verschwunden aus meiner Sicht. Naja, okay. Der Brite versucht das Studer zu töten, schafft es aber nicht ganz. Jetzt kommt nochmal ein Stacker. Oh, eine zielsuchende Schreck tötet den Stuart. Ja, der Sniper. Oh. Artillerie wieder. Noch Ari. Das sieht böse aus, das sieht verdammt böse aus. Das ist der Schirmhard, hoffentlich hat keine gute Angriff von den Allies. Immer nur mit beschädigten Panzern rein. Das jetzt aber auch der Firefly vorne alleine gegen die gesamte deutsche Panzerschreckarmada. Ja, und jetzt dreht er auch noch. Oh, warum ist er nicht weg? Ah, ja. Ja, da. Wahrscheinlich ein bisschen weit, zu weit dahinter geklickt. Jetzt macht zur Wehrmacht, glaube ich, stimmt halt die Einheiten auf. Nur noch einen Schreck, um dem German Firefly den Fangschuss zu geben und konzentriert sich lieber auf den Stackout oder so. Ist doch nicht alles schlecht im Helipedi-Land. Helipedi-Land. Was auch immer. Naja. Alles klar für den Ticker. Verkappt der Army jetzt oben endlich mal wieder. Hätte sich vor allem mal schön mit Thompsons ausgerüstet und dann im Fernkampf stehen lassen. Würde ich auch immer random. Drei Grenz etwas unangenehm. War das gerade eine Granate, wo ist die denn hingegangen? Ist die abgeprallt? Ist eine gute Frage. Die ist irgendwie verschwunden aus meiner Sicht. Naja, okay. Der Brite versucht das Studer zu töten, schafft es aber nicht ganz. Jetzt kommt nochmal ein Stacker und es kriegt. Oh, eine zielsuchende Schreck tötet den Stuart. Ja, der Sniper. Oh. Artillerie wieder. Noch Ari. Das sieht böse aus, das sieht verdammt böse aus. Das ist der Schirmhard, hoffentlich hat er keine gute Angriff von den Allies. Immer nur mit beschädigten Panzern rein. Das jetzt aber auch der Firefly vorne alleine gegen die gesamte deutsche Panzerschreckarmada. Ja, jetzt dreht er auch noch. Oh, warum ist er nicht weg? Ah, ja. Ja, da. Wahrscheinlich ein bisschen weit, zu weit dahinter geklickt. Jetzt macht zur Wehrmacht, glaube ich, stimmt halt die Einheiten auf. Nur noch einen Schreck, um dem German Firefly den Fangschuss zu geben und konzentriert sich lieber auf den Stackout oder so. Ist doch nicht alles schlecht im Helipedi-Land. Helipedi-Land. Was auch immer. Naja. Alles klar für den Ticker. Verkappt der Army jetzt oben endlich mal wieder. Jetzt reagiert auch das MG da drauf. Und wir haben auch eine neue nette Ansammlung an Hobbitsen, die hier hochgeht. Eine haben wir schon. Mir liegt auch wieder. Jetzt alle Zugänge gemint, getratet und getan. Ne, getratet nicht, aber gemint. Hier könnte man jetzt allein von dem Tree her den King Tiger holen. Munition fehlt uns aber noch ein bisschen. Munition für den King Tiger. Ja. Munition in Form von Manpower. Außerdem kommt erst noch ein Panda.
Munition in Form von Manpower. Ja. Sind wir jetzt wieder bei den Chinesen oder den Russen? Aber richtig. Okay. Oh, das MG oben hat es auf eine Weise zerlegt, die ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen habe. Die Mannschaft ist von der Granate, die 10 Meter daneben eingeschlagen ist, einfach umgefallen. Das MG ist explodiert. Aha. Hast du sowas schon mal gesehen? Nicht bewusst, ne. Okay. Komisch. Wahrscheinlich ist die Munition hochgegangen. Ja. Oh, warte, da kommt der Stack-Count overrepair, der Stack-Count nach vorne an. Man hat auch schon Wert 2, wenn es Wert 3 wird, ist es richtig hässlich, da bekommt er so eklige Boni. Und auf Ressourcen und auf Bevölkerung. Ein Panther ohne Wert und ohne Sammelpunkt. Und die Artillerie wieder. Ah, jetzt haben wir auch ein bisschen Draht und Zeug und wunderbar. Allerdings die Flamer, die das bauen, natürlich auch schade. Dass die Ressourcen da nicht arbeiten, die er da investiert hat. Ja, vor allem mit zwei Einheiten bauen, das halt jetzt irgendwie für einen Hintern, ne? Könnte auch mit einer machen, weil das muss ja nicht ultra schnell gehen, gerade wenn sie so angreifen. Gut, sie gerade eben sah es hier richtig scheiße aus für die Wehrmacht. Da sieht's immer noch, sie haben nur noch 70 Siegmarken, haben keine einzige gekappt. Auch irgendwie kaum Einheiten auf dem Feld, die rennen ständig nur vor und zurück und dieses Stack-Count beziehungsweise dieses Stack-Hounds marodieren da ganz ordentlich. Oh, der Captain auch schon auf Wett 2, jetzt 2, Wett 1, Luis. Wie schade, das hat ja an einem Overrepair Stack-Count gemacht, das ist echt traurig. Bewegt sich aber der Schreckmob vorwärts und der Panther kassiert aber gleichzeitig der, wo von der Artillerie und den Pfeils. Dafür der Firefly und der Second auch. Wow, 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 wow. Ja. Da fällt das Firefly ohne Gegenwehr. Hat keine Rest für Louis Aria, aber er versucht doch gar nicht mit seinen Einheiten mal zu fokussen. Er spielt nur lieber mit Rauch durch die Gegend schießen. Wird auch noch sein. Nick. Na, so langsam. Jetzt muss man aber doch mal nach Hause gehen, ne? Wenn wir den noch einen Schreck vielleicht da lassen wollen. Ja, jetzt musst du eigentlich mit seinem Brennfokus, macht er auch, aber ein bisschen zu spät. Er macht dann eine bewusste Grunddeckung. Ambitioniert, aber es hat geklappt. Jetzt kommt auch der King Tiger und die Achsen konnten den VP Drain nächstes etwas stoppen. Jupp. Yep. Wir haben oben wieder Panther ist aber down gegangen. Ist natürlich auch. Was er sagen muss, der Ami ballert konsequent auf Cooldown mit seinen Aris. Da scheint er nicht ganz so verschlafen zu sein. Wir notieren, Franzosen haben anscheinend von ihren Verbündeten gelernt, wie man nur mit Aris schießen muss. Da haben wir ja auch schon wieder den nächsten Firefly. Also immer wenn einer zerstört wird, ist direkt der nächste zur Stelle. Man stelle sich vor, wie viele das wären, wenn man nicht die ganze Zeit dann die Dinger verlieren würde. Ja, das wäre dann wahrscheinlich. Oh, jetzt ist der Captain auch mit 3, das heißt, der kommt ordentlich extra, Rest extra. Sniper hat auch gerade wieder ein bisschen Spaß, wenn er von der Rifle Nate getroffen wird. Großartig. Weil der KT hält da schon ein bisschen mehr aus als die anderen Einheiten von der Wehrmacht. Vielleicht verliert er ja gegen den Stecker. Als rennt da damit zwei Rifles dem Panther hinterher, anstatt einfach mal die Siegmarke zu cappen. Ich meine, die haben nur noch 37 Siegmarken, die 7 Achsen. Wenn da nicht mal etwas passiert, ist das Spiel vorbei. Ja, und dass da was passiert, das wird schwierig etwas, ne? Dritter, das hat doch seinen HQ da vorne an der Ecke. Komisch offen, Group M8, M10 und Morse, das ist irgendwie. Fehlt da nicht eine Einheit? Naja, der ist nur für Bevölkerung hoch. Der 62 von 65, das wird wahrscheinlich ein Rifle oder so kommen, hat er alles nicht bekommen, weil die Bevölkerung zu hoch war. Oh, hier unten capt der Pionier. Oh, der Minensucher, der lebt traditionell nicht so lange. Ja, aber noch lebt er und er capt. Oh, der Archlet, Starfax kommt. Die Panzer an. Hilft aber nicht gescheit, er schießt auch noch mit dem Hauptblitz. Das ist halt nicht so intelligent, mit dem Hauptblitz auf dieselben Punkte, die offenen Arme zu schießen. Ja, vielleicht sollte man da ein bisschen vor oder zurück schießen.
oder irgendwas. Der wird drei Captain. Der wird drei Captain. Boah, ins Gesicht. Die 88mm, da nützt ja auch das wird drei nichts mehr. Ja. Hier wird auch Feier gleich gecapt. Gleich die Chance ausgenutzt. Wundersamerweise sind es gerade zwei Fireflies, das heißt einer muss quasi jetzt sterben, damit das Verhältnis wieder stimmt. Und da ist es auch schon soweit. Ari durch die Gegend. Oh, und der andere sieht auch schlecht aus. Ja, dafür muss ich ganz jetzt zurück. Ja, also. Wo kommt auch ein Feuersturm? Oh, jetzt, ja. Wenn er wirklich ein bisschen weiter rechts gesetzt, dann wäre er wahrscheinlich... Ja, hat wahrscheinlich davon... Die Angst gehabt, dass der Britte nach hinten rausholt. Der ist halt über die Flucht nach vorne, das hat funktioniert. Dafür die Lewis jetzt sehr ungesund, ja, müssen jetzt ins Feuer zurücklaufen. Ist auch nicht das Beste. Der muss alles für die packen Truck ein, das heißt, der verliert den Truck Armor. Und die Stellung da vorne. Jetzt vielleicht den Firefly, jawoll, da wollen wir doch hin. Der Firefly. Die Brennermaler stürzt sich Amok in den Firefly rein. Ach du Scheiße, auch noch einen Puck bekommen. Oh Mann, der hat er wollte anscheinend Stickies werfen auf den KG, hat die Handgranaten erwischt und hat damit die Grenze auf Retreat gefuckt. Das muss man auch erstmal machen. Sehr schön. Gut. Oh Mann. Nichtsdestotrotz war das eventuell der Preis für den Sieg. Auch wenn jetzt hier der Sniper die 105er ins Gesicht bekommt. Das war volle Kante. Oh, da fliegt der nochmal, ja. Leichenschänder. Leichenschänder, Ari. Der war doch schon tot, der hat euch doch nichts getan. Das HQ ist weg, die beiden anderen als auch schon unter Beschuss, die Mitte ist gerade gekappt. Das war die richtig ins Gesicht bekommen, richtig, ich weiß gar nicht. Das ging jetzt sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Oh, da stirbt wieder ein Pionier. Ja, Pioniere sind hier keine Truppengattung, zu der ich mich in diesem Spiel gemeldet hätte. Das ist mit einer sehr geringen Lebensdauer verbunden. Ja, der Mörser hat, glaube ich, noch ein einziges Mal im Spiel gemörsert, den er dafür einen offenen Combat Group bekommen hat. Den hat er zum Captain benutzt. Naja. Ist auch nicht so das. Oh, der Panther da in höchstem Ort. Das ist der Schaden von Pirates, wenn die penetrieren, das ist krass. Jetzt allerdings auch, dass er jetzt quasi versucht hat, den Fehler gut zu machen, den er vorhin gemacht hat, dass er da nicht die Siegesmarke gekämpft hat, jetzt den Mörser benutzt hat. Oh, jetzt da. Die ist super. Und im Gegenzug die Luja auf die Grenze. Hier wird sich gegenseitig die Anwälte aufs Kopf gehauen. Allerhöchster Not. Ja, da würde ich ja schon fast abschlagen. Da ist auch kein Support mehr dahinter. Alles weggejagt worden von der Artillerie. Und muss das den Franzosen lassen nicht schlecht gemacht, ja, mit Artillerie schießen können. So. Oh, da sind wieder Pioniere im Selbstmordangriff. Blockiert jetzt auch ein bisschen, ja, das wird dann wohl Gewinn sein. Jetzt kann er sich noch raussuchen, mit was er den Kill macht. Noch ein Pionier, gleich tot. Ist tot, wird drei Rifle. KT tot, zwei Pioniere tot. Dafür jetzt Panther den drei Rifle. Und schon dreht sich das Spiel wieder. Ich hab wieder aufgepasst mit dem Lieutenant. Mit der Webcappen, die 75mm fängt und sieht da auch ungesund aus. Was haben wir denn überhaupt noch auf Achsenseite jetzt? Hier haben wir noch einen Sniper und die beiden Grenz, ansonsten alles verloren. Boah, die Stufe. Wenn wir drei Kills abräumen, schön mit drei Würfel. Ballert Propaganda auf die Mitte, aber irgendwie zu spät, da war die Marke schon gekämpft. Kommt nochmal Off-Mad Combat Group. Oh, wo ist denn der Kämpfer? Die Off-Mad Combat Group ist schon wieder ein Bug, so wie das aussieht. Jetzt hat er einen Ranger, einen Rifle und einen Pack bekommen. Da kommt doch nochmal noch eine mehr, oder? Also ich könnte es auch mit 3, eventuell kriege ich das auch über den Wert, obwohl... Ich weiß nicht, wie er berechnet. Oh, der Louis, auf Wert 2 und... Er kommt aber raus. Der Sherman kassiert auch ordentlich, der muss jetzt weg. Teilt aber auch ordentlich Gegenzug aus. Jetzt kommen die Achsenpanzer nach vorne. Stuß, P4s, Panther. Oh. Stuka. Schreck Drop. Warum wird jetzt mit dem einen Mann Trupp holt, weiß auch kein Mensch. Hätte er 4-mal Trupp nehmen können, hätte er jetzt noch 2 Schreck. Pflicht und Fähigkeit. Wahrscheinlich, ja. Ah, oben das eine Stuhl verteidigt sich tapfer gegen uns. Warum hat sich das für 3 mit den Schürzen nochmal?
Und der einzige Pack auf dem Feld, das Amis schießen Volkstrupp auseinander. Unglaublich. Unglaublich. Aber der Brite bekommt richtig ins Gesicht da von seinem Hackentruck. Tja, der Amerikaner. Da macht er, da hat er seine Pack und er benutzt sie nicht. Die wird hier. Ich weiß gar nicht, wer da gerade einen Mann rausgeschossen haben. Ach, das ist der Volks, dieser eine Mann, der dahinter steht. Ja, der kommt die ganze Zeit drauf, der Volks. Ist, aber jetzt haben wir die Volks irgendwie geschafft, in einen Schützen noch zu töten. Der zwei Mann-Trupp, einer steht hinter der Hecke und der hat tatsächlich einen ausgeschaltet. Also. Tja. Aber währenddessen geht der Dritte hier im Prinzip sterben. Ja, jetzt hat er aber immer den Pack geschafft zu drehen. Die Stube kommt ins Heck. Ja, das war die Stube. Oh. Wenn die Pack sich jetzt dreht, das auch mit dem P4, ja, der ist festgenagelt, der kommt nicht mehr weg. Verlieren die Achsen einfach mal alle Panzer, die sie auf dem Feld haben, und es kommt aber ein neuer P4 nach. Bounce, und ein Panther, der den tapferen Stu da oben helfen will, so wie es ausschaut. Ja, das Stu. Und das Stu auch. Oh. Wenn es noch ein bisschen geradeaus hätte, noch überfahren. Da kämpft ja, er mit dem letzten. Ich dachte, wird es zum Hero-Stu oder. Aber unten haben sie dafür gekappt, also haben wir zu 25 Sigma. Ich weiß nicht, die Allies machen es nicht richtig, die gehen nicht richtig auf Sigmarken. Oh, und der Ober da gerade so rumhampeln. Ich meine, sie opfern schon Einheiten für Sigmarken campen. Ja, aber dann, wenn, dann muss ich das richtig machen. Dann muss ich mit allem, was ich habe, auf zwei Sigmarken gehen, muss die mit brachialer Gewalt halten. Davon sind sie weit entfernt. Jetzt ein einen mit drei Rifle noch, der Sniper da ist gefährdet unten an der unteren Sigmarke. Sticky da, aber lieber wie viel mit Schützen? Naja. Hm. Jetzt endlich wieder zwei Siegmarken für die Allies. Der Ticker geht runter. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Bis unten der mit drei Rifle nicht mehr ganz unbedrängt. Wieder eine Sticky. Also. Wow. Ach, du Scheiße. Also viele, viele Rückzugaktionen mit nur einem Mann. Ja, wie Arnim so schön zu sagen, ab 25 Punkten gibt's keinen Retreat mehr. Wenn man dafür einen Siegespunkt cappen würde, wäre es sogar noch besser. Ja. Was willst du machen? Ja, die Ella ist irgendwie nicht so wirklich koordiniert. Der Brite repariert mit seinem Pirates lieber den einen Stack-Count, den er da hinten hat, anstatt mal ein bisschen was zu tun. Jetzt vor allem mit den Pirates. Die Pirates, die er jetzt so gut gebrauchen könnte, wo er gerade nach oben geht. Ja. Jetzt bin ich sein AT aus dieser aufgenommenen Pirate, die da irgendein. Wer schleppt die denn mit rum? Hab ich die eben gesehen? Command-Granaten auf den Graben unten. Jetzt ist der Pirate auch so gut wie tot. Brenn hat. Wieder ein bisschen Wett. Dass sie nur Grenz getötet haben, um Level 2 zu werden. Oh, Propaganda. Mit über einer schönen Übung. Könnte der Panzer 4 mal ein bisschen Kraft können, wenn er was hat. Ja, den wird retreated sowieso. Ein paar marodiert in der Mitte. Irgendwie fehlt das in der Mitte für die Achsentanks. Da ist ein Pionier gestorben, ein Flammenwerfer. Ja. Die Achsen haben anscheinend eh keine Lust, so wirklich mit ihren Einheiten da zu haushalten. Die schicken sie lieber nach vorne, lassen sie sterben und bauen neue. Auf Ella. Doch, der Erfolg gibt ihnen recht. Zumindest nicht zur Zeit. Eli hat sein Nachschublager kein einziges Mal ausgebaut, der US-ler. Nö, ist kein Upgrade drin. Hat aber 400 Rest von beiden auf dem Konto. Sehr, sehr strange. Oh, das Deckhound ist repariert. Mit seinen 13 Kills. Jetzt kommt doch mal wieder ein T3 vom Amerikaner. Das ist Könner, der schon. Oh, sogar den Ambush. Naja, aber nicht wirklich geklappt. Hatte ich gerade Zungenfell, keine Ahnung. Den verstirbt da ganz viel in der Mitte an Einheiten. Ja, jetzt ist Sticky an dem Tiger mit dem 3 Rifle. Oh, jetzt ist er baut. Oh, oh, oh. Keine Ahnung, was war das?
Sniper eventuell? Oder der Panzerfiel? Das war eine Headhunter-Granate, die ist irgendwie so eine Kurve geflogen und dann in den Reihen. Sehr komisch. Von dem Hello Kitty würde ich mir jetzt dann vielleicht doch auch mal mit 1 für die Panzer wünschen langsam. Ach, jetzt haben wir es doch. Da haben wir es doch. Na, da ist es schon. Zwei Panther nebeneinander von zwei verschiedenen Spielern, die beide Motorschaden haben und beide halb tot sind. Und sollte sich der P4 mal umdrehen. Ah, das ist nichts. Sie greifen immer nur eine Siegmarke an. Sie müssen ja zwei angreifen. Das hilft nichts, mit großen Verlusten eine Siegmarke verzweifelt zu cappen und dann immer noch zwei vom Verlachsen gehalten zu haben. Die geht zwar Motorschaden, aber steht mit der Kreuzträger. Ich glaube, das werden die Achsen sich nicht mehr bewegen lassen. Kuppel dafür. Ja, das sieht im Moment schlecht aus für die Alliierten. Oh, die. Oh, der Louis. Oh, der andere sieht auch schlecht aus. Oh, die Ari jetzt aber auch diese. Jetzt fährt der P4 da Amok. Und die RKTs noch mit dazu. Jetzt haben die ganzen Einheiten kein Louis-Support Power. Oh, der feiert. Der feiert. Ein Mann. In den Ambush. Jetzt kommen da zwei Ritterkreuzträger-Truppen mit zwei angelaufen. Und jetzt mal ein Louis. Kommen mal zwei brauchbare Einheiten, nämlich zwei Packs. Ah, das hat mich ehrlich. Kommt auch mal wieder ein Firefly. Na, er behält weiter drauf. Und der Stackhound ist halt rot, aber er pinnt auch lustigerweise die Grenze einfach. Hat schon wieder zwei Kills angesammelt. Zusätzlich zu seinen, die er 13, die er schon hatte. Der Panther schießt erstmal 10 Meter daneben, wunderbar. So wünschen wir uns das. Wir führen sich die Packs in der Mitte und mit besseren Trefferquoten den P4. Sniper ist auch lebensmüde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also viel Verlust in dem Spiel. Ja, sehr viel, ja. Drückt die LS endlich langsam und gestaffelt vor. Genauso muss es sein. Jetzt erstmal die untere Sigma gekappen, da ist kein Widerstand mehr im Endeffekt und dann zur mittleren vorrücken. Jetzt machen sie es aber wieder falsch. Sie rennen mit allen Einheiten auf die untere Sigma. Da steht nichts mehr im Endeffekt. Anstatt einfach cappen zu gehen und dann sich in Richtung Mitte auszurichten, sie verlieren da so viel Zeit, wo die Achsen wieder Verstärkung rankommen können. Der Amerikaner mit einem sehr komischen Weg für seine Pack. Ja. Hintenrum ums Gebüsch. Das ist anders. Wow, was hat denn den Panther? Der hat aber auch noch reichlich Help gehabt. Ja, Heck und Firefly. Vor allem hat der Firefly war es auch, ne? Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe da eine Pia fliegen sehen. Ja, die waren beide, also Gruppenproduktion sozusagen. Jetzt verreckt unten der Volks. Oh, naja, gut, weil. Oh, Minute 43. Hat der Volks, ja, hatte glaube ich sogar zwei Volksgruppen sehr lange am Leben behalten. Wenn man Blitz spielt, ist nicht ganz unwichtig. Ja. Jetzt hat auch ein MG, also ich nur brauchbare Einheiten für den Army. Jetzt räumt aber der Sniper da die Packs leer, das ist natürlich ungünstig. Ich frag mich gerade so ein bisschen, was der. Der Alexandra mit seinen ganzen Munition macht. Also so richtig oft sehe ich hier gar keine Pits mehr. Goliath oder so haben wir auch nicht. Minen eigentlich auch nicht wirklich viele. Doppelschreck-Squads? Doppelschreck-Squads. Könnte ja einfach mal Spaß und Terminier geben. Ja, gut 200 haben wir halt auf dem Konto, ne? Ja. Kann es auch sein, dass der Artilleriebeschuss ein bisschen abgebrochen ist? Ja, der kriegt ja noch 23 Punkte, nachdem der Brit ja die Tax vorgekommen hat. Das Income zusammengeschrumpft. Ich meine auch jetzt die On-Map ist gefühlt irgendwie weniger geworden. Jein, er schießt nur noch sehr verstreut, weil die Achsen ständig in Bewegung sind. Ja, ist nicht mehr so effektiv. Das mag natürlich auch sein, ja. Von daher gesehen war es sehr wichtig, dass man diese die Zusammenbindung, die man da hat, aufbricht, einfach dass man nicht mehr so eng zusammensteht. Er schießt auf seine eigene Pack mit der Artillerie irgendwie. Hat Glück, dass nicht. Ja, gut, das ist sowieso ein Brand. Gegen das Stahldicke, ich komme mir nur noch sehr schwer vorwärts, wie es aussieht. Oh, und den Dritten hat es auch erwischt. Friendly Fire. Bitte, bitte. Zadami wieder genug Manpower für ein Off-Map Combat Group. Oh, und die haben mal einen Deutschen, der mal eine von den Minen mitnimmt.
auf dem Weg zur Haubitze. Jetzt kommt wieder eine Offen Combat. Ja. Das ist jetzt natürlich mit dem Pax in der Sekunde gerade nicht so günstig, wo die Ja, wobei das. Oh, die Handgranate und das MG. Oh. Geh dich doch zurück. Ja. Oh, ah, der will ja unbedingt die Haubitze noch haben, Mann. Eieiei, ah, ja, ja. Dann noch hin. Na, es hat nichts mehr gebracht. Und die Haubitze lebt immer noch. Das ist sehr ärgerlich, dass der letzte Schuss nicht durchgeschlagen ist. Ja, 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 wie Saubitz. Dazu vielleicht noch einen kleinen Schreckdrop und der Tag wäre gerettet gewesen. Ja, hätte wobei sich der bei 3 Rifle zwei Packs mit 3 Rifle hat er ja verloren, da ist er vom Tiger mit so einer, keine Ahnung, Granate. Ja, ja, richtig. Vielleicht wäre es Zaunkönig Horch-Granate. Ob die dann so effektiv ist? Naja. Ich wage es so bezweifeln, ja. Oh, die Stuhl gleich mal mit rein, der Sniper hinterher. Das war ja auch etwas. Und sie kommt sogar noch relativ gesundheitsschonend raus. Ja, oh, da haben wir den Fuck wieder. Draufgekommen vom Firefly. Wow. Hier ist passiert auch ordentlich. Halt und Artillerie. Ja, die hat nicht so lange gelebt, die. Die Augment Combat Crew, aber es ist halt wirklich auch so, dass ihm jetzt die Nachschublage abkürzt fühlen, um das wirklich zu spammen, die ganze Geschichte. Ja, er hat eigentlich immer genug Ressourcen auf der hohen Kante, aber ich wüsste auch nicht, was er wirklich effektiv bauen soll, weil alles, was er baut, stirbt halt einfach, ne? Ja, es wäre halt wichtig gewesen, dass er sein Bettzeug behält und dass er dann einfach nur noch die Augment Combat Crew zu spammt. Ja. Oder dass er zumindest noch irgendwie Rifles hat, dass er auch mal dieses ganze Packzeug wiederholt, was hier mit unter uns. Ich weiß auch nicht, was der Brite da macht, weil selber gehen ihnen jetzt auch die Siegmarken aus. Der Brite kämpft da irgendwo in der Mitte mit seinen Einheiten. Die Fireflies fahren ständig an der Front rum. Er sollte vielleicht mal die Fireflies gestaffelt mit den Packs einsetzen und nicht mal alles einzeln. Das ist doch kacke. Tja, immerhin sind es jetzt gerade mal wieder zwei Fireflies. Ja, die kassieren da ordentlich. Die kriegen jetzt vom Tiger, vom Panzer 4, jetzt auf Short Range. Die eine dürfte auf jeden Fall sterben. Jetzt der Tiger nicht auf den kaputten Firefly, der auf den anderen geschossen hätte, vielleicht den B4 überlebt. B4 ist prall. Naja. Oh, jetzt ist er tot. Das war der. Nichtsdestotrotz. Ja, ja, ja. Der Britsche. Da kommt das GG. Oh. Und sogar ein PG vom Bunny Wild. Hätte ich nicht erwartet, wie gesagt, normalerweise ist es so ein Flamehansel, aber. Sogar Franzosen haben können. Können Anstand haben. Eventuell in außergewöhnlichen Situationen. Zumindestens leben die Offiziere noch, weil der Rest schon jetzt gefallen ist. Jetzt kommt auch mal Blitzkrieg rein. Jetzt habe ich mir schon die ganze Zeit gewünscht, wo bleibt Blitzkrieg? Das ist noch zu Ende. Hat der Manpower-Schub eingesetzt eigentlich? Oh, das weiß ich gar nicht. War die meiste Zeit ja auf der anderen Seite. Das also wieder überhaupt keine Ahnung. Ich hab den Hello Kitty zugeguckt, beim, wie er seine ganzen Millionäre und sein Zeug immer wieder verheizt hat. Oh, Failnetic. Musste man ordentlich Stil angewöhnen. Und ein bisschen Caster-Skill vielleicht. Na, wenn du das sagst, dann muss das wohl der Wahrheit entsprechen. Ja. Okay, ja, aber das war doch eigentlich sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, ich glaube. Ich hätte nicht gedacht, dass die Achse nochmal zurückkommt und dass sie auch nicht dann innerhalb kurzer Zeit nochmal zurückgeschlagen wird und wieder zurückkommt und dass so viel dabei drauf geht. Also, schön. Ja, wir haben eine umgegrabene Nuklear-Map. Schön viele Krater, viele Tote, viel Stahlschrott. Ich denke, damit dürften alle Bedürfnisse eines COH-Podcast-suchenden Spielers erfüllt sein. Hoffe ich zumindest. Tja, aber was hätte man nun anders gemacht? Also bei den Allies von meiner Seite auf jeden Fall gestaffelte Angreifen. Ständig sind die alleine rumgerannt. Das machen beispielsweise Kompun und ich ja auch. Aber wenn man das macht, dann muss man halt auch wirklich so die Angriffe koordinieren, dass man den Achsen irgendwann die Ressourcen wegnimmt. Sie haben ja effektiv sich einfach nur abwechselnd in die Mitte gesetzt und zersägen lassen. Dementsprechend war der Brit auch bei den Ressourcen immer nicht so sonderlich toll dabei. Der hat zwar viele Fireflies bringen können, aber er hat seine verlorene Inf nie ersetzen können, weil er eben ständig Fireflies pumpen musste, die auch sinnlos verheizt hat. Und
Der hätte vielleicht die Pax besser als Backup für die Fireflies einsetzen sollen und nicht einfach nach vorne an die Front schieben, wo sie direkt von Snipern etc. geleert werden. Der Ami hätte auf jeden Fall vielleicht einen Sniper bringen können oder zur Not T3 nachbauen, weil sich nur auf die Offhand Combat Group für Pax verlassen ist halt nicht so pralle. Hat man auch gesehen, hat erstmal nur Müll bekommen, M8, M10, das ist nicht so toll gegen 2-3 Panther. Kann man noch sagen von LIS her, ja, die Dockwahl war halt irgendwie suboptimal. Der Brit ist Ari gegangen, davon hat er 2-3 Mal Louis Ari geworfen, aber ansonsten gar nichts eingesetzt, nicht die erweiterte Reichweite, keine Priest geholt. Das war auch nicht so wirklich der Sinn für Priests da, ja, aber sie haben so viele Probleme mit den Snipern gehabt und ständig Einheiten verloren. Ich denke mal, eine Triangel oder so. Wenn sie in dem ganzen Ding besser gefahren, ja, oder von mir aus auch Royal Engineers gegangen und den Ressourcenschub geholt, hätte auf jeden Fall mehr gebracht, als einfach Artidoc zu gehen und dann nichts davon zu benutzen. Ja, das ist sogar Royal Engineers besser. Sicherlich nicht so das Allereffektivste, ne? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wenn der Amerikaner jetzt wirklich viele Haubitzen bringt, wenn er impft geht, ob das dann überhaupt noch sinnvoll ist, dass der Bretter zusätzlich Artillerie geht. Ah, ich weiß es nicht. Also die Priests sind auf jeden Fall die stärkste Artillerie im Game. Sie sind schneller als die Hummeln beispielsweise, sie schießen weiter, sie haben auch die Feuerwalze mit dazu. Und sie sind wie gesagt mobil, das ist halt der Nachteil von den Ami-Haubitzen, die musst du mit viel Aufwand schützen im Endeffekt. Das hat der Ami aber dann nach dem ersten Verlust auch ganz gut gemacht, also das hat eigentlich gepasst. Das Problem ist dabei halt einfach nur gewesen, dass die Artillerie erstens mal sehr weit hinten stand, was nötig ist, um sie ordentlich zu beschützen. Ja, Priests können nach vorne fahren, können schießen, können zurückfahren. Da hätten wir sie eventuell auch einsetzen können, um einfach mal auf die retreatenden Sniper der Grenze zu schießen, weil wenn der Wehrmacht halt gut aufpasst, ich meine, in dem Game war es nicht perfekt, ja, aber wenn du effektiv als Wehrmacht gut aufpasst mit Wert 3 Grenzen und deinen Sniper, dann verlierst du die normalerweise nicht, dann musst du als Alliierter fast schon in die Base hinterher schießen, um wirklich mal effektiv diesen Grenhorn Herr zu werden, ja, und gerade auch in diesem Patch mit den vielen Snipern, das waren jetzt zwar nicht so viele von den Wehrmachtler, maximal 2, aber wenn da ein Lucky CD kommt, der 5-6 Sniper hat, dann schieße ich dem auch einfach mal in die Base hinterher, weil du sonst die Sniper auch einfach nicht down bekommst, ja, selbst mit einem Counter-Sniper nicht, da musst du 6-mal schießen und er darf dich nie countern. Ja, das ist die kritische Masse. Countern, was die Achsen gemacht haben, fand ich an sich vom Zusammenspiel auf jeden Fall besser. Der eine hat viele Volks gebracht, hat zwar dann nicht den Medic-Bunker oder so gebaut, das mit den Wetten war ein bisschen komisch, die Wettaufteilung, aber die Einheiten haben sich ganz gut ergänzt. Die Stuß zusammen mit den Grenzen und den Schreckstoßtruppen und den Snipern. Auf jeden Fall besser als Einheitenmix bei den Allies. Die Allies hatten dann am Ende 2-mal Tanks, denen haben dann die Packs gefehlt und die eigenen Sniper und auch der Ground Support, weil der Brite halt mit seinem Mob dann doch sehr oft Ziel geworden ist und der Ami den gar nicht entlasten konnte, weil er seine Red Rifles immer relativ schnell verloren hat. Und das ist halt kacke. Ja. Allies vielleicht mehr Minen legen auch noch, haben wir von beiden Seiten nicht so viel gesehen, wobei die Kämpfer halt auch relativ statisch waren, ja, also die Kämpfer haben sich dann eigentlich immer nur in der Mitte abgespielt, da dann immer Minen zu legen, ist auch schwierig. Zu Anfangs auf jeden Fall, ja. Was vielleicht noch eine Überlegung gewesen wäre, dass man doch T3 geht, ich weiß nicht, ich finde das immer relativ anfällig, auch wenn beide so viel Impf bringen, dass dann halt der Amerikaner nicht einfach mal auf die Idee kommt und selber mal in WST investiert. Dann auf jeden Fall, wird das doch auch unangenehm. Auf jeden Fall, aber ich denke mal in dem Spiel, also meinst du 2 macht C3, nehme ich an, oder? Ja. In dem Spiel schätze ich mal, dass Doppel-T4 die beste Wahl war, allein weil du irgendwann mit den Stux nicht mehr gescheit zu Rand kommst gegen die Fireflies. Ja, das ist auf jeden Fall klar, ja. Da brauchst du die anderen Panzer dafür, ja. Und so ein Stuck ist auch einfach vom Treffen etc. Ich meine, dafür hast du die Stuß. Ja, Stuß sind im Endeffekt dann, wenn du T4 dazu spielst mit Panzer, wird die besseren Stucks gegen Infanterie und für Panzer hast du dann deinen Tiger später und deine Panther aus dem T4-Dock. Da brauchst du keine Schnucks mehr dazu. Pumas und Nebelwerfer wären sicherlich nett gewesen. Vor allem Nebelwerfer hätte ich mir relativ cool vorgestellt in dem Game. Aber du musst halt mal Abstriche machen. Das ist jetzt schwierig zu sagen, hätte, wäre, wenn. Ja, ist halt eine Möglichkeit. Ja, hätte halt. Ja. Tja, gut. Da würde ich sagen, wir haben ein spannendes Spiel gesehen. Hat der Tobi ein tolles rausgesucht, kriegt da einen schönen virtuellen Keks von in seinen Bunker geschickt. Und